Toyota Supra. Eine Ikone aus Fernost kehrt zurück. Doch der erste Eindruck kann täuschen. Unterm Blechkleid schlummert BMW Z4-Technik. Ist die Supra trotzdem ein echter Nippon Racer oder nur ein bayerisch-japanischer Frankenstein? Die ganze Zeit geistert diese Frage hier durch die Räume, durch die Hallen. Ist das jetzt ein BMW? Ist das ein Toyota? Bereit für die finale Stufe. Die Traktionskontrolle des Japaners wird ganz ausgeschaltet. Wie verhält sich das Heck? Wollen wir mal gucken, ob off ist. Ich guck mal. Achtung. Ja, ist off. Und das macht eine Riesenlaune, ne? Das hat gerade auch so schön zu kontrollieren. Also an unsere Driftfreunde, holt's Notizbuch raus. Toyota Supra wäre eine gute Driftoption. Wie viel Satz Reifen haben wir damit von dem Auto hier? Alles klar, verstanden. Scheiße. Dann müssen wir dann nach der schnellen Runde noch mal ein bisschen mit dem Auto fahren, okay? Aber das war gerade geil, hat Spaß gemacht. Ich möchte aber gerne noch mal die Kurvenpassagen ohne allem fahren, weil ich prüfen will, wie gut ist die Traktion. Also ohne Traktionskontrolle. Wann bricht das Heck aus? Wo ist der Grenzbereich? Naja, da war er schon mal kurz, weil er aber eigentlich Spaß gemacht hat. Ist okay. Lastwechsel geht auch. So, hier wird es jetzt spannend. Engere Kurven. Ist okay. Ah, gut, der kühlt schon, ne? Aber was ist schon da? Es kühlt richtig gut. Es macht Spaß. Ich finde es schön. Fast Lap. Sein Gegner ist die Zeit. Dank Launch Control legt der Japaner einen geschmeidigen Start hin. 156 km/h schafft er bis zum ersten Anbremsen vor Kurve 1 und schlägt nicht nur den Z4, sondern auch noch den BMW i8. Durch Kurve 2 geht's genauso schnell wie der Nissan GT-R. Insgesamt liegt der Toyota in Sektor 2 einige Hundertstel vor dem Cayman GTS. Am langsamsten Punkt der Strecke lässt er mit gut 72 km/h Porsche und BMW ein ganzes Stück hinter sich. Vom Wildwechsel unbeirrt geht es auf die Gegengerade. km/h erreicht das japanische Coupé vor dem letzten Bremspunkt. Noch ein letztes Mal durchbeschleunigen, dann ist die Runde geschafft. Ich finde, dieses Auto hat doch, wenn du damit fährst, einen sehr eigenständigen Charakter. Es ist kein BMW in dem Moment, wenn du damit so fährst. Klar, der Motor erinnert dich natürlich daran, aber ja, mein Gott, vielleicht gibt es noch andere Reihensechszylinder, die sich genauso anhören oder ähnlich. Aber jetzt wirklich, dass ich die ganze Zeit sagen würde, ich sitze in einem BMW, das ist ja ein BMW, das habe ich eigentlich beim Fahren selber so gar nicht empfunden. Die fünfte Generation der Supra knüpft da an, wo die Vorgänger aufgehört haben.
Ein klassisches Sechszylinder-Coupé mit japanischem Spirit. Diesmal aber mit etwas zusätzlicher Würze aus Bayern.